Nächste Wortmeldung ist Frau Abg. Karl Müller, Kassel, für die Partei Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als Erstes möchte ich einmal der Frau Ministerin danken, die ja vielen selbst gedankt hat. Dem möchte ich mich natürlich anschließen. Aber ich danke Ihnen, dass Sie diese Regierungserklärung heute hier eingebracht haben und wir über das Thema Sicherheit und Freiheit auch hier im Landtag reden können. Das Thema Sicherheit und Freiheit ist ja eines, was ganze Bücherbände füllt und immer wieder diskutiert wird. Und die Gewichtung von Sicherheit als Voraussetzung von Freiheit wird sicherlich unterschiedlich bewertet und ausfallen. Aber das zeichnet halt Demokratie aus, dass wir hier diese Auslotung auch stattfinden lassen können und die besten Argumente austauschen und nach Lösungen für die aktuellen Probleme suchen können. Die Wechselbeziehung zwischen Freiheit und Sicherheit wird bereits seit der Antike immer wieder erörtert. Aber es ist immer noch nicht alles gesagt, und es kann es auch nicht sein. Die Ereignisse, auf die wir uns einstellen müssen, werfen immer wieder neue Fragen auf, immer wieder neue Antworten auf das Verhältnis, wie viel Freiheit sind wir gewillt aufzugeben, um Sicherheit zu gewährleisten. Das muss immer wieder neu austariert werden, und auch den Datenschutz dürfen wir auf keinen Fall aus dem Blick verlieren. Freiheit braucht Sicherheit, aber Sicherheit muss Freiheit schützen und nicht aufheben. Deswegen ist es gut, wenn diese schwarz-grüne Koalition nicht nur fragt, wie wir Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen können, sondern wie wir Sicherheit und Freiheit miteinander vereinbaren können. Und zur Sicherheit gehört ein starker Rechtsstaat. Da möchte ich kurz auf Frau Hofmann eingehen. Sie hatten ja im Ausschuss die Anfrage gestellt zu den Belastungen der Richterinnen und Richter. Sie haben eine ausführliche Antwort bekommen, aber Sie bewerten das immer quantitativ. Ich denke, da muss man auch qualitativ nachfragen. Zum einen sind es umfangreiche Verfahren, zum anderen aber wird der Rechtsstaat sehr ernst genommen, und die Richterinnen und Richter arbeiten sehr sorgfältig. Deswegen brauchen manche Verfahren halt eben länger. Dass wir nicht genug Richterinnen und Richter haben, ist ja erkannt worden. Deswegen haben wir in diesem Bereich auch verstärkt und den Einstellungsstopp sozusagen ausgesetzt. Klar ist auch, dass die Gewährleistung von Sicherheit als auch der Freiheit die nationalen Grenzen sprengt. Das wurde angesprochen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir unsere Hände in den Schoß legen können und gar nichts machen. Das, was wir hier tun können, das ist genauso wie bei der Energiewende, das müssen wir tun, und das tun wir auch, und da ist Hessen gut aufgestellt. Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann ist auf Herrn Herzog eingegangen. Ich möchte einen anderen CDU-Politiker zitieren, nämlich Norbert Lammert, der als Anlass des Gedenkens der Opfer von Berlin, weswegen wir ja unter anderem auch diese Regierungserklärung machen, sich dazu geäußert hat. Er hat dazu gesagt, dass die Terrorgefahr natürlich unser Leben veräußert, und jeder Angriff ist ein Angriff auf unsere Freiheit. Das erleben wir täglich. Es gibt ein gewachsenes Sicherheitsbedürfnis bei den Menschen. Es gibt eine diffuse Bedrohung, leider auch eine reale. Zum Glück ist sie noch nicht so relevant, dass jeder täglich bedroht ist, aber sie ist durchaus ernst zu nehmen. Deswegen warnte Herr Lammert in seiner Rede davor, den Staat bei der Suche nach einer guten Balance zwischen Sicherheit und Freiheit mit Ansprüchen zu überfordern oder vorzutäuschen, dem Terror mit scheinbar einfachen Mitteln begegnen zu können. Das wird nicht möglich sein. Auch Länder, die keine Freiheit zulassen oder diese im Namen der Sicherheit stark einschränken, bieten keineswegs besseren Schutz, so Lammert. Als Beispiel nannte er die Türkei. Also, es wird ja niemand bestreiten, dass die exekutive Autorität im Staat in der Türkei immer auf Kosten der Freiheit und der rechtsstaatlichen Prinzipien gegangen ist und ausgedehnt wurde. Aber auch dort gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Wir konnten es alle vor wenigen Monaten oder kurz vor Silvester erleben durch den Anschlag auf die Diskothek. Rechtsstaatliche Befugnisse müssen also da erweitert werden, wo es erforderlich ist. Zunächst muss aber natürlich überprüft werden, ob die rechtsstaatlichen Mittel ausgeschöpft sind und ob es Defizite in der Anwendung der rechtsstaatlichen Mittel und deren Vollzug gibt. So haben wir es bisher immer gehalten beim digitalen Hausfriedensbruch. Da, wo es Strafrechtslücken gibt, werden die geschlossen. Aber auch die Prävention ist natürlich wichtig, die Forschung. Ein Dreiklang muss immer stattfinden. Und man hat es auch im Fall Amri gut gesehen.
Rechtsstaatliche Mittel wurden nicht konsequent angewendet. Selbst der Innenminister Jäger hat es mittlerweile zugegeben, dass dieser Fall sorgfältig aufgearbeitet werden muss und aus den Versäumnissen gelernt werden muss. Wir müssen alle wachsam sein, damit am Ende politische Rationalität nicht zum Ende der Demokratie führt. Diese Entwicklung kann nur beigekommen werden, wenn man die Verabschiedung der Sicherheitsmaßnahmen in Zeiten großer Bedrohung, gefühlt oder real sei dahingestellt, mit sogenannten Sandscheinklauseln versieht. Das heißt, dass man zeitlich befristete Gesetze einführt und die dann auch evaluiert, um nicht sozusagen Nägel mit Köpfen zu machen und das auch nicht wieder zurückzuholen können. Und dadurch wird auch die für die Demokratie notwendige Freiheit nicht dauerhaft eingeschränkt. Wir dürfen uns aber auch in unserem täglichen Leben nicht einschränken lassen. Frau Kühne-Hörmann hat das Beispiel genannt, dass wir uns nicht mehr sicher fühlen. Wenn immer mehr Menschen sagen, dass sie sich im öffentlichen Raum nicht sicher fühlen, muss dem nachgegangen werden, woher das kommt und was dagegen zu tun ist. Unser Ziel ist selbstverständlich, dass sich alle Menschen im öffentlichen Raum frei bewegen können und sich sicher bewegen können. Erfreulicherweise sagen in Umfragen 77% der Hessinnen und Hessen, dass sie sich in diesem Bundesland sicher fühlen. Das sind 7% mehr als noch vor einem Jahr. Man kann also sagen, die Maßnahmen der Landesregierung haben gewirkt. Das Sicherheitsgefühl in Hessen ist gestiegen. Wir haben z.B. die Mittel für die Videoüberwachung auf 1,3 Millionen € aufgestockt. Das ist 1 Million mehr in diesem Haushalt. Wir sagen aber auch da, es muss an sicherheitsrelevanten Orten passieren, die Videoüberwachung, und nicht querbeet, so wie es in anderen Ländern auch passiert, sondern immer nur nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen. Die Mittel stehen jetzt bereit, und die Kommunen sind jetzt gefordert, mit Augenmaß und nach konkretem Anlass die Videoüberwachung zu installieren, die nötig ist. Also, Hessen ist gut aufgestellt. Da, wo es Lücken gibt, werden diese identifiziert. Es wird geprüft, welche Lösungen es gibt, und danach wird gehandelt. So werden wir es auch mit den Vorschlägen aus Berlin tun. Ich kann jetzt unseren Fraktionsvorsitzenden zitieren. Wir werden die Vorschläge unterstützen, die tatsächlich der Sicherheit dienen, verhältnismäßig und rechtsstaatlich sind. Wir werden dies zügig tun, aber auch mit der besonderen, bei diesem Thema notwendigen Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit die Vorschläge bewerten. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, aber ich habe noch Redezeit. Uns geht es darum, wirkliche Lösungen zu finden. Auch das wurde bereits erwähnt. Wir haben zusätzliche Stellen geschaffen im Polizeivollzug, 1.000 neue Stellen. Wir haben 100 neue Wachpolizisten eingestellt und 250 neue Stellen in der Justiz. Auch die Ausstattung der Polizei haben wir verbessert. Und wir haben ein landesweit einmaliges Programm zur Extremismusprävention, in dem in diesem Jahr knapp 4 Millionen € zur Verfügung stehen. Die Regierungserklärung der Ministerin befindet sich ja in einem Dreiklang. Es ist jetzt die dritte. Die erste ging zum Thema Prävention, die zweite um die Sicherheitslücken, die digitale Hausfriedensbruch, Cyberkriminalität. Auch hatten wir schon einen Setzpunkt zum Thema Hate Speech. Und ich finde, die Prävention ist das Fundament für unseren Rechtsstaat, denn jeder, der kein Täter wird, produziert auch keine Opfer sozusagen. Und damit, mit mehr Prävention, steht der Rechtsstaat auf sicheren Füßen. Ein gutes Beispiel ist ja auch Belgien-Molenbeek. Wir waren ja zusammen mit dem Rechtsausschuss in Brüssel. Dort hat uns die Bürgermeisterin von Molenbeek erzählt, dass sie teilweise auch selber schuld waren an diesen Folgen, weil sie nämlich nicht genug für Prävention getan haben. Sie haben gedacht, Integration läuft von alleine, Sprachangebote und so weiter, Integration in die Gesellschaft brauchen wir nicht machen. Und dann hat man abgehängte Jugendliche, die zu Kriminellen wurden und sich kriminalisiert haben. So weit lassen wir es in Hessen nicht kommen, denn wir sind gut aufgestellt. Es gibt das Programm NEDIS, also zur Deradikalisierung im Vollzug, nämlich gerade im Vollzug, wenn junge Menschen an einem Scheidepunkt ihrer Lebensbiografie stehen, sind sie empfänglich für Entwürfe, die sie sozusagen stark machen. Und da ist ein Angebot von Dschihadisten, das sind ja die gefährlichen Salafisten, die Dschihadisten, oft ein willkommenes. Und dem muss man entgegenarbeiten. Das passiert im Vollzug durch das Violence Prevention Network, aber auch durch deutschsprachige Imame. Direkte Ansprache und überhaupt erst einmal aufzuklären, was steht denn wirklich drin im Koran und ist es ein Lebensentwurf, dem man folgen sollte. Wir sagen natürlich nein.
Und auch diese Bundesratsinitiative zum Aufbau eines bundesweiten Netzwerks ist ein Baustein in der Sicherheits- und Präventionspolitik dieser Landesregierung. Aber nicht nur das, wir haben auch schon sehr früh den Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts aufgelegt in den Jahren 2016 und 2017, auch mit Unterstützung der SPD. 3 Milliarden € haben wir nahezu ausgegeben für die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, Schule, Bildung, Soziales. Sie kennen alle diese Maßnahmen, die greifen und die wichtig waren, dass wir auch für die Sicherheit in unserem Land sorgen. Jetzt komme ich zum Thema elektronische Fußfessel, was ja angesprochen worden ist. Ich glaube, da muss man schon unterscheiden. Also, zum einen das, was es jetzt auf Bundesebene bereits gibt, die Fußfessel, die für Sexualstraftäter und Gewaltverbrecher angeordnet wird, wenn die 3 Jahre im Vollzug waren, als mildere Maßnahme zur Sicherungsverwahrung, und das, was jetzt aus Berlin kommt, nämlich eine Maßnahme zu schaffen für potenzielle Straftäter, die noch nicht Straftäter geworden sind, sondern potenzielle Gefährder sind. Und da sagen wir, wir müssen erst einmal eine klare Definition des Begriffes Gefährders haben, und wir müssen natürlich auch den Rahmen haben, wo diese Fußfessel angewendet werden soll. Und weil es ja eine vor der Straftat ist und auf Verdacht angeordnet werden soll, muss die Einstufung halt rechtssicher sein, was einen Gefährder ausmacht. Wir werden dann ganz klar prüfen, wie die Ausgestaltung aussieht. Wir werden uns nicht verschließen, aber klar muss sein, dass es diese gesetzliche Definition des Gefährders geben muss, dass die Anlässe klar definiert sein müssen und die gesetzliche Grundlage klar sein muss. Außerdem ist auch noch offen, dass geklärt werden muss, ob es ein Eingriff in die freiheitlichen Grundrechte ist. Das würde dann einen Richtervorbehalt nach sich ziehen. Aber das ist alles noch offen, und solange uns nichts vorliegt, können wir darüber nur spekulieren. Wenn uns etwas vorliegt, werden wir das prüfen, bewerten und dann auch entscheiden. Und die Fußfessel kann natürlich auch nur ein kleiner Baustein sein, das hat Frau Hoffmann gesagt, mit dem Fall des Priesters. Aber ein Baustein ist natürlich dann besser als gar keiner. So, dann hatten wir verschiedene Themen, die, glaube ich, ja, diskutiert werden müssen, aber wo auch ganz klar ist, dass es oft am Vollzug mangelt. Also die Haft für Gefährder, die ja jetzt schon hätte vorgenommen werden müssen, muss halt durch konsequente Vollzug und Verfolgung auch vorgenommen werden. Und da, glaube ich, reicht es aus, was wir haben, und das müssen wir überprüfen und die konsequente Anwendung dann auch zum Einsatz bringen. Ja, die anderen Punkte wurden genannt, die Hessische Butnitz-Initiative, das will ich jetzt auch gar nicht alles noch einmal wiederholen, weil wir das ja schon in den letzten Regierungserklärungen hatten. Deswegen würde ich zusammenfassen wollen, Sicherheit und Freiheit sind auf der Grundlage der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion und der Ereignisse immer wieder auszutarieren. Dabei steht die Rechtsstaatlichkeit immer im Vordergrund. Nur ein konsequentes Verteidigen des Rechtsstaates gewährleistet auch Freiheit und Sicherheit. Vor diesem Hintergrund prüfen wir Sicherheitslücken aufgrund der bestehenden Rechtslage, drängen auf konsequenten Vollzug der bestehenden Gesetze, prüfen Vorschläge, die uns auf den Tisch legen, auf Umsetzbarkeit und Wirkung und stärken die Prävention auf allen Ebenen. Hessen ist dabei gut aufgestellt und hat mit seinem Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und der Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts einen wesentlichen Beitrag gegen Radikalisierung geleistet. In Hessen sind die Hessinnen und Hesser sicher und leben in Freiheit. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Als nächstes spricht Herr Abg. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wir sind gerne bereit, die Diskussion über Sicherheit zu führen. Sie ist nicht nur berechtigt, sondern auch geboten. Dazu gehört aber auch, dass Sie hören wollen, was wir, was Bürgerrechtlerinnen, was Demokratinnen und Demokraten dazu zu sagen haben. Und solange nachdenkliche Beiträge wie das kritische Hinterfragen von Polizei oder Repressionsmaßnahmen
praktisch niedergeschrien werden, wird die Diskussion von vornherein verengt, und wir werden nicht die bestmögliche Lösung für mehr Sicherheit finden. Allerdings muss man da schon ein wenig grundsätzlicher herangehen, als Sie, Frau Justizministerin, dies in Ihrer Regierungserklärung getan haben. Viele Ihrer kleinteiligen Forderungen oder Wünsche sind von uns größtenteils bereits mehrfach als entweder kontraproduktiv, schädlich oder überflüssig zurückgewiesen worden. Wir müssen also etwas grundsätzlicher herangehen. Meine Vorrednerin von der SPD hat dies ja auch bereits getan. Zur Sicherheitsarchitektur. Sie kennen die Aussage unseres Bundesjustizministers, es kann sich nach dem, was da geschehen ist, und nach dem, was man mittlerweile weiß, niemand hinsetzen und sagen, es sind keine Fehler gemacht worden. Ich will dem ausdrücklich zustimmen. Bloß, ich möchte natürlich auch wissen, wer hat denn Fehler gemacht und welche Verantwortung gibt es da? Und da gibt es bisher sehr, sehr wenige Antworten. Auch wir wollen, dass ein Terroranschlag in Deutschland ein seltenes Ereignis bleibt. Und unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt den Toten, Verletzten, ihren Angehörigen und Familien, sowohl des Terroranschlags von Berlin als auch der weltweiten Opfer von Krieg, Terror und Vertreibung. Doch zur Diskussion um die Sicherheit. Keiner der jetzt gemachten Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière oder Bundesjustizminister Heiko Maas oder auch der von der Justizministerin aufgezählten Beispiele hat wirklich einen relevanten Bezug zum Anschlag in Berlin oder einen tatsächlichen Effekt für die öffentliche Sicherheit. Es läuft alles nach einem sattsam bekannten Schema ab. Die Union holt lange verpönte Instrumente aus der Schublade, die endlich wieder jede Vernunft umgesetzt werden können. Und die SPD fühlt sich dazu berufen, einer verunsicherten Bevölkerung mindestens ebenso viele Vorschläge wie die Große Koalitionspartnerin machen zu müssen. Bereits in der Vergangenheit, meine Damen und Herren, sind Maßnahmen getroffen worden, die aus rechtsstaatlicher Sicht äußerst hinterfragbar sind. Im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum arbeiten Polizeien und Geheimdienste der Länder und des Bundes gemeinsam und erfolglos, wie der Fall Amri auf tragische Art und Weise gezeigt hat. Noch länger gibt es die Antiterrordatei und andere gemeinsame Informationssammlungen von Polizei und Geheimdiensten auf Verdachtsbasis. Es ist also trotz dieser rechtsstaatlich fragwürdigen Zusammenarbeit einiges schiefgelaufen. Und jetzt wird lauthals mehr von dem gefordert, was nicht funktioniert. Die Trennung von Polizei und Geheimdiensten, meine Damen und Herren, ist mit dem Antiterrorzentrum und der sogenannten Antiterrordatei weitgehend aufgehoben. Und jetzt legt de Maizière die Axt an den bewährten Föderalismus, auch im Bereich der inneren Sicherheit. Dieser Föderalismus, ich darf Sie daran erinnern, ist ein wichtiges Element zur demokratischen Einhegung der Sicherheitsbehörden. Die Entscheidung für ein föderales System, vor allem in Bezug auf die Sicherheitsbehörden, war eine wichtige Konsequenz aus dem Nationalsozialismus. Das sollten wir nie vergessen. Meine Damen und Herren, Sie werden sich jetzt nicht wundern, dass insbesondere die Schaffung eines zentralen Inlandsgeheimdienstes von uns der LINKEN klar abgelehnt wird. Gefordert sind Abbau und Begrenzung von Geheimdiensten, nicht eine weitere Zentralisierung. Meine Damen und Herren, zu den anderen Vorschlägen. Auch sie sind untauglich zur nachhaltigen Bekämpfung des Terrorismus. Die elektronische Fußfessel, Frau Ministerin hat darauf hingewiesen, sie angesprochen, liefert Daten über ihren Träger, solange dieser regelmäßig den Akku lädt und sie nicht ablegt. Sie kann zur Überwachung kooperationswilliger Menschen eingesetzt werden.
Aber, meine Damen und Herren, eine elektronische Fußfessel hindert niemanden am Lkw-Fahren, hindert niemanden daran, Terroristen zu rekrutieren oder zu finanzieren, und sie schützt nicht vor dem Untertauchen Verdächtiger. Nur zur Erinnerung, in Frankreich wurde 2016 ein Priester vom Träger einer Fußfessel ermordet. Und, meine Damen und Herren, insbesondere der Missbrauch des Aufenthaltsrechts für Maßnahmen der Sicherheitsbehörden ist der Weg zurück in die Zeiten eines fremden Polizeirechts. Es ist die Absage an ein modernes und aufgeklärtes Zuwanderungsrecht. Und, meine Damen und Herren, auch Videoüberwachung verhindert keine Gewaltkriminalität. Die Angriffe in Berlin fanden eben trotz Videoüberwachung statt. Und sie schreckt Terroristen nicht ab, die sie sogar mit in ihre Propaganda einbeziehen, wie der Gruß von Anis Amri in eine Überwachungskamera am Zoo gezeigt hat. Gefordert werden jetzt Videokameras an jedem Bahnhof. Früher gab es dort Personal, das eingreifen konnte, wenn es Übergriffe gab. Doch über viele Jahre hat der Staat Personal abgebaut und sich aus vielen Bereichen zurückgezogen. Deswegen nicht zuletzt. Der Kampf gegen Terror darf keine sicherheitspolitische Diskussion allein bleiben. Sicherheit darf nicht allein auf den Schutz vor Kriminalität und Terror reduziert werden. Soziale Ausgrenzung, Armut, befristete Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit, die auch räumlich immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich, abgehängte Stadtteile oder Kommunen und der schlanke, sich aus der Verantwortung für die Bevölkerung zurückziehende Staat sind alles andere als ein Werbeprogramm für demokratische und gesellschaftliche Partizipation. Wir müssen daran arbeiten, den Ausstieg aus unserer Gesellschaft und die Ablehnung unserer Werte und Normen nicht mehr so leicht zu machen. Dazu gehört allerdings gerade auch, dass wir politische Verantwortungsträger diese Werte mit Überzeugung leben und nicht über Bord werfen, sobald sie politisch hinderlich sind. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, 100 Sozialarbeiter werden mit Sicherheit mehr ausrichten als 100 Überwachungskameras. Wir brauchen mehr Geld für Kommunen, für funktionierende Nachbarschaften, mehr Integrationsarbeit und mehr Mittel für Bildung, für kommunale Jugend- und Sozialarbeit, damit diese vor allem in den sozialen Brennpunkten besser ist als die der Salafisten oder Rechtsradikalen. Und dazu gehört auch die Stärkung von Präventions- und Deradikalisierungsprogrammen auch im Gefängnis. Frau Kühne-Hermann, Sie haben darauf hingewiesen. Aber Sie müssen dort deutlich mehr tun. Das ist momentan nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Meine Damen und Herren, es geht aus unserer Sicht auch um die Wiederherstellung des Sozialstaates. Mehr Personal für Bildung, Prävention und auch Polizei. Das alles hat mit dem Rückzug des Staates zu tun. Als Beispiel noch einmal das Bildungssystem. Den existierenden Mangel an Nachhilfe- und Hausaufgabenbetreuung können islamistische Organisationen für sich nutzen, indem sie solche Dienste anbieten, die der Staat eben nicht leistet. Erdogans Arm reicht bis in den Religionsunterricht für muslimische Kinder. Damit befördert man nicht die Chance auf Integration, sondern zerstört sie. Meine Damen und Herren, die als Lösungen präsentierten Ideen der Bundesregierung sind gefährlich ineffektiv im Kampf gegen den Terror. Und dadurch ist der mit ihnen einhergehende Eingriff in Freiheit und Grundrechte erst recht unverhältnismäßig. Heribert Prantl, und liebe Grüne, ich hoffe, dass Sie jetzt mit mir auch an dieser Stelle dem Lob der Pressefreiheit zustimmen, die Übertreibungen zur Veranschaulichung eines Problems benutzen darf.
Heribert Prantl hat letzten Herbst bereits in der Süddeutschen Zeitung die Logik des Überwachungsstaates folgendermaßen beschrieben. Zitat: Jeder Einzelne gilt als potenziell verdächtig, so lange, bis sich durch die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen seine Entlastung ergibt. Zitat Ende. Mit Rechtsstaat hat das nichts mehr zu tun. Meine Damen und Herren, zum Schluss, aber nicht zuletzt. Wir müssen daran arbeiten, dem Terrorismus real den Boden zu entziehen. Wir müssen Interventionskriege stoppen, den Waffen- und Rüstungsexport einstellen. Dann ergreifen wir die richtigen Maßnahmen, damit dem Terrorismus der Boden entzogen wird. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Wilken. Für die Fraktion der Freien Demokraten spricht Herr Abg. Rentsch. Sehe ich das richtig? Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bedauerlicherweise sitzt die Hälfte meiner Fraktion hinter mir und die andere Hälfte vor mir. Also, das ist schon mal optisch jedenfalls nicht das Schlechteste. Ich darf mich zunächst einmal, das will ich wenigstens sagen, Frau Justizministerin, bedanken, dass Sie das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt haben. Jetzt will ich offen zugestehen, dass nachdem Sie heute schon ein Pressefrühstück gemacht haben und dieses Thema sehr gut, dass Sie dieses Thema so unpromoted angeteasert haben, haben wir gedacht, dass heute auch ein Feuerwerk an neuen Erkenntnissen kommt. Die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber möglicherweise kommen sie ja noch in der Debatte, wenn wir ein bisschen diskutieren, weil, und das glaube ich, das eint uns in der Debatte, das Thema innere Sicherheit und Rechtsstaat zwei Punkte sind, die sicherlich die höchste Priorität zurzeit in einem Kampf gegen Extremismus haben und wir alle gemeinsam über die Frage nachdenken müssen, wie können wir diesen Rechtsstaat effektiv ausgestalten. Und das ist etwas, was Menschen massiv bewegt. Das kennt jeder aus seinem Umfeld. Die Diskussionen nach den Anschlägen außerhalb und innerhalb von Deutschland haben zugenommen, dass sich Menschen Gedanken über die Frage machen, ist mein eigenes Leben noch sicher oder ist es nicht sicher? Und natürlich ist es auch so, dass die Sicherheitslage sich auch gerade seit letztem Jahr nicht unbedingt verbessert hat. Denn die Tatsache, dass wir viele tausend Menschen im Land haben, die anscheinend unidentifiziert sich im Land aufhalten können, ist nicht unbedingt eine beruhigende Tatsache, im Gegenteil. Nichtsdestotrotz will ich vielleicht auch eingangs noch einen Punkt sagen zum Kollegen Wilken. Herr Wilken, wir haben Ihren Antrag gelesen, und damit will ich es dann auch mit den LINKEN bewenden lassen. Ich gebe ehrlich zu, ich werde auch gleich Kritik an der Union üben, und wir werden ja auch diskutieren, wo soll es hingehen. Aber bevor ich mich entscheiden würde, einem Antrag zum Thema innere Sicherheit und Rechtsstaat der Linkspartei zuzustimmen, müsste noch viel passieren. Also ich kann es mir ehrlicherweise nicht verkneifen, zu sagen, dass Sie nun wirklich gar keine Antworten in der Frage haben, wie der Rechtsstaat in diesem Land auszugestalten ist. Und das hat heute wieder Ihre Rede eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Sie leider überhaupt nichts zu dieser Frage beitragen können. Das ist ehrlicherweise bedauerlich, weil ehrlicherweise die Frage, wo der Rechtsstaat sich hinentwickelt, Sie ja an vielen Stellen auch Verantwortung tragen. Und da hätte ich heute ernsthaft mehr erwartet, auch von einer Partei, die vielleicht links im Parteienspektrum steht, aber sicherlich auch das eine oder andere in dieser Frage ernst nehmen sollte. Meine Damen und Herren, die Debatte, die wir heute führen, hat eine ganze Reihe von Punkten. Und Frau Ministerin Kühne-Hörmann hat das, was sie in der letzten Zeit gemacht hat, ich will mal sagen, zusammengestellt und in diese Regierungserklärung gebettet. An vielen Stellen gibt es sehr starke Schnittpunkte zum Bereich der inneren Sicherheit und des Innenministeriums. Und ehrlicherweise hat man ein bisschen das Gefühl, dass es hier, vielleicht ist es ja ein positiver Wettbewerb zwischen Justiz und Innenpolitik gibt. Fakt ist, ich will das gar nicht bewerten, wer hier welchen Hut auf hat. Uns ist wichtig, dass die Vorschläge, die gemacht werden, auch nachher in Taten umgesetzt werden. Und das, meine Damen und Herren, ist an vielen Stellen aus unserer Sicht, hat das noch Luft nach oben. Die Ministerin hat ihre Initiativen vorgestellt. Sie hat die Kritik an Minister Maas erneuert. Ehrlicherweise, Frau Ministerin, wollen wir uns nicht alle in der Frage erschöpfen, dass der Bundesjustizminister das eine oder so sagt, sondern ich glaube, wir haben unsere eigenen Hausaufgaben in diesem Land zu machen. Und daraufhin hat Frau Kollegin Hoffmann hingewiesen. Da gibt es eben eine Reihe von Punkten in der Frage, wie wir diesen Rechtsstaat ausgestalten, wie wir die Freiheit der Menschen effektiv verteidigen können. Und jetzt vielleicht eine grundsätzliche Bemerkung am Anfang. Die Menschen sehen den Staat sehr stark oder interpretieren den Staat, so wie sie ihn kennen, sehr stark über die Frage, wie sie den Rechtsstaat wahrnehmen.
weil der Rechtsstaat eben in der Staatsgewalt in einem Überunterordnungsverhältnis natürlich in vielen Stellen massiv auf die Bürgerinnen und Bürger einwirkt. Und bei der Frage, ob ich bei Gerichten schnell das erreiche, was ich erreichen will, ob ich bei Antragstellungen im Rahmen von Rechtsverfahren das erreiche, was ich erreichen will, das sind wichtige Punkte. Und dann ist es natürlich auch klar, dass ein Fall wie der Fall von Herrn Amri, der ja ein maßloses Versagen von Behörden und von auch Politik ist, dazu führt, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat massiv zurückgeht. Weil wie kann es sein, dass ein Mensch wie Herr Amri mit 14 Identitäten, mit der Tatsache, dass er schon längst in Abschiebehaft hätte sitzen können, nach seinen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und gegen das Asylgesetz, wie kann es sein, dass eine solche Person dann noch frei rumläuft und auf der anderen Seite eine so schreckliche Tat zu verantworten hat? Das sind natürlich alles Punkte, die den Staat aus meiner Sicht und auch vor allem das Vertrauen in den Staat massiv gefährden. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, wirklich gemeinsam zu überlegen, wie können wir den Staat effektiv und effizient ausgestalten, dass solche Fälle nicht mehr passieren. Weil die Bürger auf der anderen Seite dann nämlich sehen, dass es, wenn es um Strafzettel geht und andere Tatsachen, der Rechtsstaat in Anführungsstrichen im Ordnungswidrigkeitsbereich und in anderen Bereichen sehr massiv zuschlägt. Dieses Missverhältnis, meine Damen und Herren, ist etwas, was ich nicht festsetzen darf, sondern gerade wenn es um das Thema innere Sicherheit geht, und da gibt es Gemeinsamkeiten, Frau Kühne-Hörmann, da muss der Rechtsstaat effektiv handeln, und er muss vor allen Dingen dann effektiv handeln, wenn die Bedrohungssituation sich massiv verändert hat. Und deshalb ist eine der Forderungen, die wir haben, die in diesen ganzen Tenor gehört, und das wird der Innenminister möglicherweise auch gerne hören, wir werden bei der Frage der personellen Ausstattung der Polizei weiter nachlegen müssen. Weil ganz klar ist, dass die Anforderungen, das ist jetzt nicht nur die Frage, wie die Stimmung bei der Polizei ist, ich habe das nur gelesen, ich will das nicht beurteilen, aber dass es natürlich für viele Polizisten nicht einfach ist zurzeit, bei Versammlungen, bei ganz unterschiedliche Art von links oder von rechts, aber auch wenn ich die ganzen Einsätze sehe, die z.B. in Flüchtlingsunterkünften gemacht werden müssen, mit massiven Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingsgruppen untereinander, dass das für Polizisten und Polizistinnen und Polizisten zurzeit nicht einfach ist, wenn von verschiedenen Personengruppen der Staat als oberste Gewalt nicht mehr akzeptiert wird, sondern einfach negiert wird, dann ist das, glaube ich, zurzeit kein einfacher Beruf, den unsere Menschen vor Ort, und das ist die Polizei nun mal, die nun den direkten Bürgerkontakt hat, die den ausüben, dass wir große Hochachtung auf der einen Seite vor denen haben müssen, die das machen, aber auf der anderen Seite, wie wir auch wissen, wir werden dort in Zukunft noch stärkere personelle Ressourcen schaffen müssen, denn die Belastung wird nicht abnehmen, meine Damen und Herren, sondern sie wird weiter zunehmen. Und das ist eine Verantwortung, die wir hier im Land lösen müssen. Und ich glaube, und das wird eine der großen finanziellen Herausforderungen sein. Jetzt will ich nicht auf die wirtschaftliche Entwicklung eingehen. Zurzeit ist die Finanzlage gut. Das wird nicht immer so bleiben. Aber ich glaube, dass der Schwerpunkt Polizeiarbeit in den nächsten Jahren nicht abnehmen wird, sondern zunehmen wird. Er wird auch deshalb zunehmen, weil wir in Hessen eine besondere Situation haben. Wir sind eben ein Drehkreuz mit hoher Internationalität. Hier passiert eben viel, Umschlag von Waren, von Personen. Und die Anforderungen in unserem Land sind andere als, ich sage mal, sehr positiv in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwo anders in der Bundesrepublik. Die Aufmerksamkeit, die hier in diesem Ballungsraum auf das Thema innere Sicherheit zu legen ist, ist eine andere, eine größere Herausforderung als in anderen Ländern. Auch deshalb haben wir hier einen besonderen Bedarf. Zweiter Punkt. Die Bewegungsgründe oder die Punkte, die Frau Ministerin Kühne-Hörmann heute angesprochen hat. Ich glaube, Frau Ministerin, das will ich positiv sagen, es gibt bei vielen Punkten, die Sie angesprochen haben, keinen grundsätzlichen Dissens. Ich sage aber auch, dass Sie z.B. dieses Thema Botnetze, das hatten wir hier in einer intensiven Debatte, dass Sie das Thema Maßnahmen zum Thema Hate Speech etc. pp. Auf den Weg gebracht haben oder zum Teil auf den Weg zu bringen sind, so will ich es einmal formulieren. Das ist grundsätzlich nichts, was wir kritisieren. Wir haben an der einen oder anderen Stelle andere Vorstellungen, weil wir die Effektivität der einen oder anderen Maßnahme bezweifeln. Das kann man diskutieren. Ich sage aber auch, lassen Sie uns doch bitte bei diesen Regierungserklärungen nicht darin erschöpfen, dass das, was in den letzten 5 Monaten angefallen ist, dann am Ende der 5 Monate in einer Regierungserklärung zusammengefasst wird und als sozusagen Gesamtzusammenfassung dem Parlament präsentiert wird. Diese Regierungserklärungen machen doch wirklich nur Sinn, wenn wir hier auch in diesem Landtag
neue Vorstellung der Landesregierung zu den besonderen Herausforderungen der inneren Sicherheit diskutieren können und zum Rechtsstaat. Und ehrlicherweise habe ich die heute vermisst. Deshalb, wir sollten nicht jede Debatte, die hier schon geführt worden ist, in diesem Landtag noch einmal neu aufrollen, nach dem Motto, wir haben in den letzten halben Jahr folgende Punkte gemacht. Hier ist die Zusammenfassung des letzten halben Jahres. Nächster Punkt. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir bei der Frage der inneren Sicherheit, gerade bei der Frage auch Islamismus, eine ganze Reihe von Punkten haben, wo ich mir gewünscht hätte, Sie hätten heute hier etwas dazu gesagt. Und das sind eben keine Themen, die wir hier im Landtag schon umfassend diskutiert haben. Es ist z.B. die umfassende Frage, wie wir mit der Situation umgehen. Sie haben das Gefährderthema angesprochen. Ich glaube, da können wir gerne darüber diskutieren. Da kann die Fußfessel, ich glaube, mit Richtervorbehalt eine Maßnahme sein, die uns in die Lage versetzt, ein effektiveres Kontrollnetz aufzubauen. Aber es ist doch nur ein kleiner Bestandteil dessen, was wir bei der Frage der Islamismus- und Terrorismusbekämpfung auf den Weg bringen müssen. Ich frage Sie z.B. als Justizministerin, warum habe ich heute nichts zu der Frage gehört, wie wir gemeinsam Initiativen ergreifen können, dass die Auslandsfinanzierung von Moscheevereinen, die in vielen Fällen, und wir wissen es ja aus den Berichten, islamistische Tendenzen in diesem Land voranbringen, wie wir das endlich unterbinden, was es auch in anderen europäischen Ländern gibt, meine Damen und Herren. Ein ganz massiver Punkt, den ich heute hier auch anmahnen will. Es kann doch nicht wahr sein, dass unter dem Deckmantel unter unseren Augen im Sinne des Grundgesetzes hier Institutionen finanziert werden, die den Kampf gegen die freiheitliche Grundordnung in diesem Land sozusagen vornehmen und aus dem Ausland finanziert werden. Und wir werden dieser Sache nicht Herr, meine Damen und Herren. Das ist ein Thema, was hier auf diese Tagesordnung gehört. Und es muss auf Ihre Tagesordnung, Frau Ministerin. Da ist dringender Handlungsbedarf geboten. Ein zweiter Punkt, den will ich selbstkritisch auch sagen, weil das ja eine Entwicklung über die letzten Jahre ist, ist das Thema DITIB. Und jetzt, glaube ich, sind wir da gar nicht so weit auseinander bei dem Thema. Aber DITIB, meine Damen und Herren, und das, was wir immer wieder in der letzten Zeit über DITIB lesen müssen, so will ich es einmal formulieren, ist eine Situation, die einen nicht zufriedenstellen kann. Und ich sage das einmal sehr offen auch, weil ich auch weiß, dass sich Menschen bei DITIB organisieren, die ich nicht in dem Verdacht sehe, dass sie fremdgesteuert werden aus der Türkei. DITIB hat extremen Aufklärungsbedarf in den eigenen Reihen. Und die Frage der Zusammenarbeit auf öffentlicher Seite mit DITIB, die ja in Hessen im islamischen Bereich des islamischen Religionsunterrichts, den wir ja selber mit sozusagen auf den Weg gebracht haben, stattfindet, ist eine Situation, die uns mit sozusagen erhöhter Sorgfalt arbeiten lassen muss. So will ich es einmal formulieren. Wir haben hier eine Vereinbarung, und das, was bei DITIB passiert, ist in keiner Weise akzeptabel. Diese Tendenzen sind auch nicht besser geworden, sondern sie werden verschärfen sich in der letzten Zeit. Und ich glaube, Frau Ministerin, auch dieses Thema gehört auf Ihre Tagesordnung. Da geht es um Kernpunkte des Rechtsstaates, die von dieser Seite anscheinend entweder nicht ernst genommen werden oder bewusst ausgehöhlt werden sollen. Das ist nicht akzeptabel. Und deshalb erwarte ich auch, meine Damen und Herren, dass wir dieses Thema hier konsequent auf die Tagesordnung nehmen. Einige Mitglieder Ihrer Fraktion haben das ja auch schon in der Vergangenheit getan. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist insgesamt die Frage, wie gut sind unsere Gerichte ausgestattet, dass sie wirklich den Herausforderungen auch gerade im strafrechtlichen Bereich Herr werden. Jetzt ist es so, dass Sie diesem Jahr, ich glaube, über 40 Richterstellen hinzugefügt haben. Wir halten das für richtig als Freie Demokraten. Wenn ich richtig informiert bin, wird sich das hauptsächlich auch im strafrechtlichen Bereich auswirken. Das ist, glaube ich, dringend notwendig, dass wir hier nachlegen, weil klar ist, dass die Gerichtsverfahren in den letzten Jahren dort nicht geringer geworden sind. Und deshalb ist das erst einmal ein Punkt, den wir nicht kritisieren, sondern begrüßen. Aber ich hätte mir heute z.B. auch einmal ein Wort zu den Staatsschutzverfahren gewünscht, die wir ja im Ausschuss intensiv diskutiert haben, wo es erheblichen Handlungsbedarf auf Seiten der Landesregierung gibt und wo ich glaube, Frau Ministerin, man auch nicht über die Missstände, die es gibt, einfach hinwegschauen kann. Und deshalb gehört zu einer ehrlichen Regierungserklärung auch Frau Kollegin Müller, weil Sie so euphorisch waren gerade eben, gehört zu einer ehrlichen Regierungserklärung auch an diesem Tag, dass man in diesem Landtag auch die Probleme anspricht, aber auch dafür Lösungen präsentiert. Diese Lösungen sind leider ausgeblieben. Und gerade bei den Staatsschutzsachen, meine Damen und Herren, Staatsschutzangelegenheiten gilt auch aus unserem Sinne, aus Sicht der Parlamentarier hier, erhöhter Handlungsbedarf. Ich glaube, es ist dringend erforderlich, dass wir in dieser Frage weiterkommen und das nicht nur zur Seite legen, weil wir es im Ausschuss einmal angesprochen haben. Wir werden bei diesem Thema auf jeden Fall dranbleiben. Das kann ich schon ankündigen.
Und ich habe einen letzten Punkt. Ich würde den Kollegen Rock bitten. Ich habe die Anfrage liegen lassen zum Thema EU-Verfahren. Die liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Die hätte ich gerne noch einmal angesprochen, weil das ein Thema ist, wo es zum Thema EU- und Terrorbekämpfung geht, die mir besonders wichtig ist. Ich bedanke mich beim Kollegen Rock. Ich habe es nämlich liegen lassen und wollte jetzt. Vielen Dank. Frau Ministerin, wir haben eine Anfrage gestellt als FDP, die ging an den Innenminister. Und die ist am 29.12. beantwortet worden, die ist jetzt irgendwann Anfang des Jahres gekommen. Die hat die Überschrift Einhaltung der Antiterror-EU-Verordnung durch Hessen. Und das hört sich erst einmal ein bisschen sperrig an, aber es ist so, das gab eine große Berichterstattung in Deutschland bei der ARD im Sender Kontraste, in der Sendung Kontraste. Da ging es um die Frage, dass die 14 Jahre alte Antiterrorsanktion der EU in Deutschland nur sehr mangelhaft umgesetzt wird. Und laut dieser EU-Verordnung, die ist mehrfach aktualisiert worden, muss das Vermögen von Terroranhängern und Terrorfinanziers, die auf der Sanktionsliste der EU und der UNO stehen, seit 2002 eingefroren werden. Es gibt in Deutschland gerade im Immobilienbereich anscheinend eine Reihe von Initiativen von Personen dieser Art. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist nicht befriedigend, sondern es ist mehr als unbefriedigend, dass die Frage der Umsetzung der Antiterrorverordnung in Hessen leider anscheinend vollständig ausfällt. Und das ist nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Wir können uns nicht ernsthaft immer wieder über die Europäische Union beschweren. Aber in dieser Frage, ich verkürze das jetzt einmal sehr, die Antwort dann so formulieren, dass die Zuständigkeit bei den Rechtsträgern liegt und dass die im besten Sinne in ihrer Unabhängigkeit das schon machen oder nicht machen, meine Damen und Herren. Das ist alles andere als akzeptabel. Und ehrlicherweise, wozu haben wir denn das elektronische Grundbuch und auf der anderen Seite die Liste dieser Personen, ich will sie mal als Gefährder bezeichnen, umgangssprachlich, und kontrollieren in Hessen nicht, ob diese Personen Eigentum und Immobilien erwerben, meine Damen und Herren, oder nur unzureichend, so will ich es mal formulieren. Und das Ergebnis ist, dass wir in den letzten 14 Jahren keine einzige Transaktion in irgendeiner Form gestoppt worden ist. Also das heißt im Umkehrschluss, dass es keine gegeben haben darf, meine Damen und Herren. Das ist ehrlicherweise schwer vorstellbar, dass keine der Personen, dieser Tausende von Personen, die auf dieser Liste steht, in Hessen kein Eigentum erworben hat. Das halte ich für grob realitätsfremd, wenn das so wäre. Und insofern, das sind eben genau die Punkte, die zum Thema Rechtsstaat und Freiheit gehören. Wenn das, was an Regeln da ist, und da hat Herr Wilken, finde ich, einen Punkt angesprochen, über den man diskutieren kann, wenn das, was an Regeln da ist, nicht eingehalten wird, dann brauchen wir nicht über neue Gesetze große Debatten zu führen, weil das ist doch die Kernaufgabe des Rechtsstaates, dass er das an Regelwerk einhält, was er selber beschlossen hat oder umzusetzen verpflichtet ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das fällt hier aus, und das ist nicht akzeptabel, verehrte Frau Ministerin. Und deshalb erwarten wir auch hier, wir werden dann noch einmal nachfragen, sowohl im Innenausschuss als auch im Rechtsausschuss, wie diese EU-Verordnung, wie diese EU-Terrorverordnung jetzt aktiv umgesetzt wird. Und wir erwarten auch, dass es eine etwas befriedigendere Antwort gibt als die Tatsache, dass die Rechtspfleger hier eigenständig agieren dürfen. Das ist sicherlich nicht die richtige Grundlinie, über die wir diskutieren müssen. Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend sagen, es gibt neben der Frage, dass es Initiativen der Landesregierung gibt, und da kann man sicherlich parteipolitisch unterschiedlich bewerten, ob die ausreichend sind oder nicht ausreichend sind, eine Reihe von Herausforderungen für diesen Rechtsstaat. Und es ist nicht nur die Frage, wie wir ihn ausstatten, wie wir ihn organisieren. Das sind ja viele Fragen, die wirklich Kerngeschäft der öffentlichen Verwaltung sind. Sondern es sind eben auch die Fragen, ob wir die richtigen Themen erkennen. Und bei der Frage, ob wir die richtigen Themen erkennen, ich habe einige angesprochen, gerade die Auslandsfinanzierung von Moscheevereinen in Deutschland halte ich für ein Riesenproblem. Über die müssen wir reden, die müssen auch hier in Hessen auf die Tagesordnung. Nur dann sind wir wirklich effizient und wehrhaft. Manchmal ist es natürlich vielleicht etwas populärer, ein aktuelles Thema aufzugreifen oder den intensiven Diskurs mit dem Bundesjustizminister zu führen. Ich glaube, er bleibt Bundesjustizminister. Man weiß ja zurzeit nicht bei der Sozialdemokratie, wer zurzeit welche Funktion hat. Also er scheint zu bleiben. Das ist ja schon einmal positiv. Wenn eine Hessin dann Bundeswirtschaftsministerin wird, so habe ich gerade gelesen, ist das sicherlich kein Schaden für das Land. So hoffen wir jedenfalls mal. Aber Fakt ist, diese Debatte ist sicherlich interessant. Aber sie hilft nicht, und es müssen die Themen auf die Tagesordnung, die wirklich von höchster Wichtigkeit und Dringlichkeit sind, die haben wir benannt. Und deshalb werden wir als Freie Demokraten, auch als Richter des Rechtsstaats, das, was die Landesregierung macht, hier effizient kontrollieren, Herr Kollege Honka. Und ich freue mich jetzt sehr auf Ihre Worte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als nächstes hat das Wort für die Fraktion der CDU der Abg. Honka. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Florian Rentsch, ich freue mich, dass du trotz dem, was du mir vorher gesagt hast, jetzt auch noch bleiben möchtest bis zum Ende der Debatte. Von daher kannst du in Ruhe zuhören. Unsere Antwort auf Gewalt ist noch mehr Demokratie, noch mehr Menschlichkeit, aber nicht noch mehr Naivität. Das sind wir den Opfern schuldig. Das ist ein Zitat des norwegischen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg, das er im Jahre 2011 im Angesicht der Anschläge damals in Oslo und Utøya gesprochen hat. Ich finde, vor dem Hintergrund des menschenverachtenden Anschlages auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin kurz vor Schluss des vergangenen Jahres sind diese Worte richtig, und sie treffen leider auch auf diesen Punkt vollkommen zu. Jeder Mensch hat ein Recht auf Sicherheit, denn nur wer sicher ist, kann auch in Freiheit leben. Und deshalb ist es die oberste Pflicht unseres Staates, die Menschen in Deutschland zu schützen und Sicherheit und Freiheit zu gewährleisten. In diesen Zeiten großer Herausforderungen müssen wir daher alles Menschenmögliche dafür tun, dass unser Staat ein starker Staat ist. Denn die innere Sicherheit ist ein Garant unserer Freiheit und einer offenen und liberalen Gesellschaft. Der islamistische Terrorismus fordert unsere freiheitliche und aufgeklärte Gesellschaft in besonderer Art und Weise heraus. Die Bedrohungslage ist leider nach wie vor unverändert hoch. Und gerade auch dieser Anschlag in Berlin hat uns das in entsetzlicher Art und Weise deutlich gemacht. Dieser hasserfüllten Welt des Terrorismus setzen wir aber Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und unseren wehrhaften Rechtsstaat entgegen. Und ich glaube, wir werden damit am Ende erfolgreich sein. Die Verteidigung dieser Werte und unserer Art zu leben verlangt Geschlossenheit und Entschlossenheit. Terror ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Deshalb muss Deutschland Gefährder und Terroristen auf allen Ebenen und mit allen einem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln aktiv bekämpfen. Terrorismus entschieden bekämpfen und unsere offene und liberale Gesellschaft verteidigen, das sind, es wurde bereits angesprochen, zwei Seiten ein und derselben Medaille. Denn Deutschland ist ein tolerantes und weltoffenes Land. Doch Toleranz und Weltoffenheit darf niemand als Schwäche verstehen. Wer unsere Werte angreift, wer Hass und Zwietracht sieht, wer unsere Freiheit verachtet, der wird und der darf keinen Erfolg haben. Deshalb begrüße ich an dieser Stelle auch ausdrücklich die Leitlinien von Bundesinnenminister Thomas de Maizière für einen starken Staat in schwierigen Zeiten. Seine Vorschläge zur Erhöhung der inneren Sicherheit, das Thema Sicherheit im Cyberbereich, wie er es aufgegriffen hat, die verstärkte Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, aber auch die nationalen Kraftanstrengungen zur Rückkehr von Ausreisepflichtigen, auch mit Unterstützung von Wirtschafts- und Entwicklungspolitik und der Außenpolitik des Bundes, aber auch die Fragen im Visabereich oder bei Abschiebungen. Zugleich bin ich aber der Ansicht, dass die Formulierungen, die manchmal gewählt werden im Bereich der Zentralisierung der Sicherheitsbehörden auf Bundesebene nicht zielführend sind. Denn zwischen Bad Karlshafen im Norden und Hirschhorn im Süden unseres schönen Bundeslandes gibt es entschiedene Behörden, die besser aufgestellt sind durch ihre dezentrale Organisation, die besser Bescheid wissen, was vor Ort geschieht, als wenn dies alles durch eine ferne Zentrale in Berlin gewährleistet wird. Und deswegen gehört an dieser Stelle auch ausdrücklich der Dank all denjenigen in den Damen und Herren in den Sicherheitsbehörden in unserem Land, sei es bei der Polizei, sei es im Verfassungsschutz, die dafür sorgen, dass die Menschen zwischen Bad Karlshafen und Hirschhorn sicher leben können, und zwar in Freiheit sicher leben können. Es gibt aber auch noch Baustellen, an denen alle demokratischen Kräfte in unserem Land nach Herzen arbeiten müssen. Denn wir können es nicht hinnehmen, dass sich gewaltbereite Islamisten in unserem Land frei bewegen. Zur Abschiebung vollziehbar ausreisepflichtiger Gefährder brauchen wir eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern. Ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten unserer Sicherheitsbehörden kann die Überwachung von Gefährdern mit Hilfe einer elektronischen Fußfessel sein. Niemand glaubt, dass diese Maßnahme allein das Allheilmittel ist und alle Probleme löst. Aber eine Überwachung von Gefährdern mit diesen modernen Hilfsmitteln kann den Sicherheitsbehörden helfen. Bisher sind die Hürden für die Anordnung der elektronischen Fußfessel relativ hoch. Und ich glaube, wer sich die Bilder, die Daten, die man über diese Gefährder in der Öffentlichkeit bekommt, auch all das, was man über Herrn Amri
im Nachgang seines fürchterlichen Anschlages lesen musste. Er wäre wahrscheinlich über diese Hürde mit seinem Vorleben gar nicht so drüber gestolpert. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass diese Hürden bei diesen Menschen so gesenkt werden, dass wir an sie herankommen. Ich glaube, für uns als Union ist es dabei selbstverständlich, es sollte eigentlich für alle Demokraten eine Selbstverständlichkeit sein, dass solch eine Anordnung dann am Ende nur mit einem Richtervorbehalt erfolgen kann. Etwas anderes war zumindest von unserer Seite dann nie im Raum. Wir benötigen aber auch erleichterte Voraussetzungen für die Abschiebehaft, damit gefährliche Ausreisepflichtige unser Land schnellstmöglich auch wieder verlassen müssen. Wenn wir den wirklich Hilfebedürftigen in unserem Land helfen wollen, dann müssen wir denen, die kein Bleiberecht bei uns erhalten und die dazu noch straffällig werden oder denen konkrete Anschlagsplanungen nachgewiesen werden können, in Abschiebehaft nehmen können und sie in ihre Heimat zurückführen. Alles andere wäre genau die Naivität, von der Jens Stoltenberg in seinem anfangs gewählten Zitat gesprochen hat. Im Bereich Extremismus ist aber auch eine breit aufgestellte Präventionspolitik wichtig. Und ich finde, die haben wir in Hessen. Wir haben z.B. das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und Extremismus. Dafür stehen in diesem Jahr insgesamt 3,8 Millionen € zur Verfügung. Das ist eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr. Innerhalb des Programms stehen allein 1,2 Millionen € für den Bereich Islamismus zur Verfügung. Und damit wird die Beratungsstelle Hessen religiöse Toleranz statt Extremismus gefördert. Dort wurden bisher über 100 radikalisierte bzw. Gefährdete und 120 Angehörige solcher Personen beraten. Wir haben aber auch mit dem VPN, dem Violence Prevention Network, eine Aktion, die bereits an über 100 Schulen in Hessen unterwegs war. Seit Dezember 2015 wurden zusätzlich 14 Erstaufnahmeeinrichtungen besucht, und zwar durch Polizisten, die in afghanischer oder auch persischer Sprache oder arabischer Sprache Flüchtlinge gegen mögliche Anwerbeversuche von Islamisten sensibilisieren und zugleich die Schutzsuchen über ihre Rechte, aber auch Pflichten bei uns in Deutschland aufklären. Verfassungsschützer und freie Träger sind dort mit dabei, und somit konnten wir insgesamt 4.000 Flüchtlinge in unserem Bundesland erreichen. Ich sage bewusst in unserem Bundesland, weil leider ist solch eine Aktion einmalig. Ich fände, es wäre aber angebracht, dass das in der gesamten Bundesrepublik durchgeführt würde. Dafür sind die Bundesländer allein verantwortlich, und ich hoffe, die anderen Bundesländer stellen sich dieser Verantwortung für die Zukunft. Noch ein Stichwort: Videotechnologie. Videotechnik ist weder ein Allheilmittel noch ist sie des Teufels. Wer die Attacke des U-Bahn-Treters von Berlin-Neukölln betrachtet, der stellt doch genau fest, durch vernünftige Kameras mit guter Qualität, die an den neuralgischen Punkten aufgestellt sind und aufgehängt werden, können Straftaten aufgeklärt werden. Und wir dürfen nicht den Ermittlungsbehörden wortwörtlich die Augen verbinden. Wir sind es an dieser Stelle den Opfern schuldig, dass wir diese moderne Technik nutzen, um Täter zu identifizieren und zu überführen. Denn die Opfer von Straftaten dürfen am Ende nicht das Gefühl haben, dass es durch unzureichende Ermittlungsmöglichkeiten, dass sie damit ein zweites Mal zum Opfer werden. Der Staat muss zeigen, dass er allein das Gewaltmonopol besitzt. Das besitzt er aus guten Gründen, aber er muss es dann auch effektiv umsetzen an dieser Stelle. Ich möchte noch auch auf die europäische Ebene kommen. Denn selbstverständlich spielt auf einem Kontinent mit freien und offenen Grenzen spielt diese Ebene eine ganz entscheidende Rolle. Denn wenn innerhalb des Schengen-Raumes die freie Bewegung möglich sein soll von jedermann, dann müssen umso mehr die Außengrenzen dieses Raumes geschützt und kontrolliert werden. Daher ist es absolut notwendig, dass auf EU-Ebene endlich die bisher getrennten Datentöpfe von Eurodac, vom Visa-Informationssystem, dem Schengen-Informationssystem und INPOL so verknüpft werden, dass alle zuständigen Stellen jederzeit die entsprechenden Informationen abfragen können. Wir brauchen dazu auch ein europäisches Ein- und Ausreiseregister und ein Registrierungssystem für nicht visapflichtige Einreisende. Denn nur wenn auf europäischer Ebene auch erkennbar wird, dass wir dort alles Erkennbare tun, um die Menschen in unserem freien Kontinent zu schützen, dann kann diese Idee Europa den Populisten, die auf Abschottung setzen, die auf Hass setzen, etwas entgegensetzen, nämlich eine klare Antwort, die funktionieren kann.
möchte abschließend noch einmal das Thema Hasssprache im Internet aufrufen. Wir hatten dazu eine Debatte hier vor einiger Zeit im Landtag, und die wurde auch, so wie ich sie mitbekommen habe, in weiten Teilen breit getragen von großen Gemeinsamkeiten dabei. Wir dürfen die Opfer dieser Hasskriminalität in den sogenannten sozialen Medien, soziale Medien bitte in Anführungszeichen zu verstehen, die dürfen wir nicht allein lassen. Die dürfen wir auch nicht darauf verlassen oder darauf verweisen, dass es da Hilfeseiten gibt bei den Betreibern, wo sie irgendwelche Texte melden können. Digitale Verleumdungen müssen aus diesen Netzwerken verschwinden. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Betreiber dieser Seiten, die mit ihrem Service eine Menge Geld verdienen, ihrer Verantwortung sich bewusst sind und diese Opfer nicht allein lassen. Denn irgendwann werden aus Worten leider Taten. Und die scheinbare Anonymität des Internets verleitet dazu, dass immer wieder immer größerer Unfug geschrieben wird, als wenn es möglich wäre, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Auch das ist eine Frage für einen Rechtsstaat, für eine rechtsstaatliche Gesellschaft und für den gesellschaftlichen Umgang miteinander in diesem Land. Ich möchte abschließend Bundespräsident Joachim Gauck zitieren, der in seiner Abschiedsrede vor wenigen Tagen gesagt hat, der Rechtsstaat verliert, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweist. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Hessen ein Teil eines starken Rechtsstaates ist. Wenn die demokratischen Parteien sich stets bemühen, diesen Rechtsstaat zu schützen und wo nötig weiterzuentwickeln, dann wird er für uns und für die nachfolgenden Generationen eine sichere Heimat sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Honka. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache zur Regierungserklärung beendet. Die Regierungserklärung ist besprochen. Wir haben noch auf der Tagesordnung den Tagesordnungspunkt 51, den Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE. Ich gehe davon aus, dass dieser, wie vorbesprochen, in den RTA verwiesen werden soll. Das ist so. Damit ist der Tagesordnungspunkt für heute erledigt.